wir jetzt nicht, aber ich habe ganz schwarze Kerne noch vom Dampf. Thank you.
Ja, servus hier, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hier wieder mal vom Aachensee. Wie angekündigt, kommt hier ein Video von der Dampflok. Diese ist seit über 133 Jahren in Betrieb, also schon im späten 19. Jahrhundert gefahren. Ja, es gibt insgesamt drei Dampfloks, von denen eine weitere geplant ist, also eine vierte wird demnächst aufgebaut werden. Ja, und seit Mai 2022 fährt sie wieder, jetzt war 2 Jahre Stillstand dank Corona. Ja, und diese fährt ausschließlich mit Kohle. Eine Tonne Kohle kostet 500 Euro. Pro Fahrt werden da 400 Kilo Kohle benötigt, weil es wird eine Steigung von über 16% überwindet. Eine Fahrt dauert 50 Minuten und man fährt dort eben her hier zum Hauptbahnhof und die andere Endhaltestelle ist in Pertisau. Ja, und die Dampflok, wie ihr jetzt gleich sehen, die wird gerade noch mit Dampf voll beladen und da sind dann so rote Waggons. Ja, und wir haben einen VIP-Platz. Wir sitzen ganz vorne beim Lokführer, von denen auch über Personalmangel beklagt wird. Also es müssen teilweise schon Leute aus der Pension wieder zurückgeholt werden, weil es halt eben keine Leute mehr gibt, die es machen wollen und weil einfach hinten und vorne die Betreiber nicht wissen, wo es noch irgendwelche herkriegen, die dann die Lok betreiben schlussendlich. Da sitzen wir dann da vorne. Und da vorne wird es gerade beladen. Wird aber gleich wieder zu uns zurückkommen. Wir fahren auch noch sehr spitz. Okay. Wir sind noch mit 3 Leuten hier das hier. Vediamo come siamo.